Hallo zusammen, heute eine Aufgabe zum Thema Kapazität. Wie immer an dieser Stelle könnt ihr das Video anhalten und die Aufgabe lösen. Kommen wir zur gemeinsamen Lösung. In Frage A heißt es, berechnen Sie den Kapazitätsbestand in Stunden. Der Kapazitätsbestand setzt sich zusammen aus den Facharbeitern, die ich zur Verfügung habe, der Arbeitszeit, die diese täglich arbeiten, den Arbeitstagen und der Ausfallzeit bzw. der Zeit, in der die Arbeiter bei der Arbeit sind. In unserem Fall haben wir 12 Facharbeiter aus der Aufgabenstellung, genauso wie ein 8-Stunden-Tag bei 21 Arbeitstage. Die Ausfallzeit, wären die Arbeiter 100% da, hätte es hier mal 1 geheißen. Nachdem sie aber 12,5% Urlaub haben und 2,5% krankheitsbedingte Fehlzeiten, sind sie 15% nicht im Einsatz. Das heißt, 1 minus 0,15 ergibt die 0,85, also 85% sind sie anwesend. Die Variablen miteinander multipliziert, ergibt einen Kapazitätsbestand von 1713,6 Stunden. In Frage B berechnen Sie den Kapazitätsbedarf in Stunden. Es sollen 1500 Bauteile gefertigt werden und die Vorgabezeit für ein Bauteil ist 80 Minuten. 1500 mal 80 ergibt 120.000 Minuten und 120.000 Minuten geteilt durch 60 ergeben 2000 Stunden. Ermitteln Sie den Zusatzbedarf in Stunden. Die Zeit, die wir benötigen, um die Bauteile zu fertigen, ist größer als die Zeit, die wir zur Verfügung haben. Dementsprechend ist der Zusatzbedarf Kapazitätsbedarf minus Kapazitätsbestand 2000 minus 1713,6 ist gleich 286,4 Stunden. In Teilaufgabe D heißt es, ermitteln Sie die erforderliche Mehrarbeit pro Arbeitstag und Mitarbeiter, um die Aufträge termingerecht zu erledigen. Berücksichtigen Sie dabei einen 108% Zeitgrad, Effizienzrate. Ich habe hier zwei Lösungsmöglichkeiten vorgegeben, weil für mich aus der Aufgabenstellung nicht zu hundertprozentig klar ist, für welche Zeit die 108% gelten. Gelten diese 108% nur für die Mehrarbeit, also die Überstunden, dann berechnet es sich, wie hier unten aufgeführt. Werden die 108% für sämtliche Tätigkeiten, also für die gesamte Arbeitszeit angenommen, dann gilt obiges. Gehen wir mal davon aus, es ist nur für die Überstunden, dann habe ich die Facharbeiter, die Arbeitszeit weiß ich nicht, die Arbeitstage sind weiterhin 21, die Ausfallzeit ist weiterhin mit 0,85 gegeben und jetzt kann ich das Ganze noch mit dem Zeitgrad von 1,08 multiplizieren und der Kapazitätsbedarf waren 286,4 Stunden, die gefehlt haben, um das in der normalen Arbeitszeit zu tätigen. Wenn man diese Formel umformt nach x, bekommt man 286,4 geteilt durch 231,336. Und das ergibt jeder
Mitarbeiter, jeder Facharbeiter muss 1,24 Stunden mehr arbeiten pro Tag.